Logbucheintrag Nummer 27, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge. Unser Außenteam hat es geschafft, das Hauptpiratenlager zu infiltrieren und bereitet sich jetzt auf die Befreiung der Gefangenen vor. Zuvor müssen sie allerdings einen Schaman ausschalten, der diesen Piratenhaufen anführt. Hoffentlich gelingt es ihnen. Wir wünschen Ihnen da unten viel Glück. Ja. Und das können wir auch gut gebrauchen. Ich habe jetzt mal große Lust, einfach mal auf den Schaman zu schießen. Mal sehen, was passiert. Flutsch. Schamane ist weg. Ich habe ihn gerade ins Nirvana befördert. Ohne dass der andere, der um ihn rumgelaufen ist, es gemerkt hat. Das war ziemlich cool. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich von hier aus noch ein paar Gegner ausschalte. Wenn sich der wieder wegdreht, gehe ich dorthin. Also werfe ich hier eine Rauchbombe hin und switch schnell in die Richtung. So. Und so. Genau. So kann ich nämlich die beiden hier ziemlich gut ausschalten. Ohne dass die mir dann nachher Probleme machen. Weil jeden Gegner, den ich töten kann, der steht dann nicht mehr auf der Liste, wenn wir hier mit Gewalt durchmarschieren. So, den Tod von dem sieht auch keiner. Nein. Sehr schön. Gut, dann heißt es jetzt wieder langsam zurück in kehren. Mal gucken, ob wir irgendwo unterwegs noch was töten können. Könnt ihr den Käfig irgendwie zerstören? Das würde ich jetzt gerade mal ausprobieren, ob du den Käfig... Oder musst du den mit dem hier zerstören? Nein. Oh. Hey Jungs. Tschüss Jungs. Hier ist der Runenstein. Da habe ich jetzt gerade falsch abgebogen. Da oben ist noch ein Runenstein übrigens. Wenn die Patrouille weg ist, kann ich die beiden aushaschen. Das ist eine gute Idee, weil die verschwinden auf jeden Fall, wenn ich sie assassiniere. So. Gut. Hm.
Ist das hier irgendwie eine Alternativroute nach unten? Sieht er mich? Nein, die sehen mich nicht. Doch, der sieht mich. Ach so, hier geht's nach hier unten. Das war vielleicht nicht so toll. Aber hey, so kann ich abkürzen. Von hier aus kann ich den gut runtersnipern. So. Das war vielleicht nicht so geschickt. Forster, hau dem meine Granate in die Ohren. Ja, weil das tut nämlich einige runtersprengen. Und den da kannst du auch runterschießen. So. Du, Rundumschlag. Können wir schon mal einen Löwenanteil von denen hier ausdünnen? Ich glaube, ich habe gerade meinen Shadow in den Abgrund buxiert. Das war vielleicht auch nicht so schlau. So, wo bist du jetzt? Da bist du jetzt. Schamane ist down. Das war der falsche Weg übrigens. So, jetzt müssen wir warten, bis es nachgeladen hat. Jedenfalls die eine Ladung. Die Patrouille da ist nervig. Sind hier ein paar Truppen nervig? Ja. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich hin wollte. Ich weiß halt nicht, sieht er mich, wenn ich hier rausgehe? Kurz einen Quicksave machen, probieren. Nein, der sieht das nicht. Okay, jetzt ruft er Hilfe. Also den einen, den ich gerade den einen hat er nicht gesehen. Also wenn ich den hier absteche, dann sieht das doch, weil ich zu weit rausgegangen bin. Okay. Das war kein Abstechen. Aber er kann so nicht pfeifen.
Na, das fand ich jetzt nicht so gut. So, der ist abgestochen. Die anderen beiden haben es nur gehört. Sie haben es nicht gesehen. Oh, das ist... Sie sind ja in Alarmzustand, deswegen hören sie es. Deswegen kann ich sie nicht meucheln, Mist. Komm, beweg dich. Mist. Das hat der andere gesehen. Ich muss es irgendwie hinkriegen, ihn da wieder zu meucheln, wo er gerade ist, ohne dass der andere es sieht. Ich hätte speichern sollen, nachdem das eine Mal geklappt hat. Nein. Jetzt hat er sich wieder zu schnell umgedreht. Okay. Ich würde ihn ja eigentlich am liebsten hier dann die Rüstung runterstoßen. Das sehen dann nämlich beide nicht. Oder auch doch. Die holen keine Hilfe, weil sie denken, ihr General ist noch... ihr Schamane ist noch da. Krass. Gut, das hat jetzt wieder nicht so geklappt, wie ich es gern gehabt hätte. Aber es hat geklappt. Wenn ich den Meuchel sehen siehst, sieht das dann irgendjemand außerdem da? Wenn nicht, dann kann ich ihn meucheln. Ja, die Patrouille hat's gesehen. Warum Zwerge auch immer so langsam werden, sobald sie in den Kampf verwickelt werden. Das ist nicht so gut gelaufen. Ich muss besser auf diese blöde Patrouille da oben aufpassen. Die haben nämlich gesehen, wie ich ihn gemeuchelt habe. Hätten die das nicht gesehen, dann... wäre das anders abgelaufen. Die da nämlich. Genau, so hat er mich gesehen. Weil die da drüben sehen mich nicht. Und sonst sieht mich nur der eine, der immer zu ihm kommt. Der da. Achso, das ist gar kein Patrouillen, oder? Wenn ich dich vor dir aus wegschieße, fliegst du runter. Und das kriegt die Patrouille mit. Okay. Wenn die das da mitkriegen, damit kann ich leben. Weil ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich mit meinem Shadow
erst einmal die Reihen ausdünne, bevor ich an irgendwas anderes auch nur denke. So, der sieht dich im Augenblick. Jetzt sieht dich niemand mehr. Gut. Die drei sind ein bisschen ein Problem. Den da könnte ich theoretisch erledigen. Blöd, dass ich noch nicht durch Gegner durchdashen kann und ihre Leichen mitnehmen kann. So, den wird keiner vermissen. Du bist da, wo du gerade stehst, nicht so gut. Hauptproblem ist die Patrouille und die kleine Gruppe hier. Das hat nur den hier abgelenkt. Okay. Mach ich mal kurz Hasch an, dass ich wieder nach da oben komme. Den da kann ich auf jeden Fall noch loswerden, irgendwie. Dann bleibt nur noch hauptgefährlich die Patrouille hier. Oh. Das war gefährlich. Wo ist mein Quicksave-Ding hin? Hab ich wer gesehen? Nein. Ich müsste eigentlich die drei da oben ausschalten. Nur wie ist die Frage? Die patrouillieren nämlich immer irgendwie. Weil die könnte ich weghaschen. Wenn mich der eine nicht gerade sieht beim Umdrehen. Ja, gut. Ich könnte die eine Patrouille einfach ausschalten, indem ich mich von hinten ranhasche und sie alle meuchel. Wow. Wenn nicht sowas passiert. Ja, kann ich. So. Eine ist schon mal weg. Oh, der hat sich... Das war nicht so gut, aber es klappt. So kann ich die vier langsam ausdünnen. Das will ich noch schnell machen, bevor ich den Logbucheintrag wieder abschließe.
So. Oh. Ja. Wenn ich die vier nämlich nicht mehr am Hals habe, wird es langsam angenehmer. Warum bemerkt der eine das bitte? Auf einmal. So. Sind es nur noch zwei? Wenn ich die zwei ausgeschaltet habe, dann ist die Patrouille weg. Dafür ist Hasch ziemlich mächtig. Okay, sie latschen wieder in die Richtung. Also gehe ich auch mal wieder in die Richtung, um gleich Hasch zu aktivieren. Das kann manchmal passieren, dass man sich verklickt. Gut. So. Was war das denn bitte? So. Und den letzten, den feile ich jetzt weg. Oder auch nicht. Kannst du nicht meucheln, während er läuft? So, genau. Gut. Das heißt, ich kann jetzt zu meinen Kollegen zurückkehren. Vorher hole ich mir noch die Energie. Nein. Mist. Da habe ich mich verzielt. So. So. Jetzt bitte hier hin. Und vergessen wir die Energie erstmal. Ganz einfach. Nee. Abschluss-Logbuch-Eintrag Nummer 27, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam berichtet, dass sie es geschafft haben, den Schamanen auszuschalten und der Shadow auch bereits damit begonnen hat, die feindlichen Truppen etwas auszudünnen. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass sie es mit Heimlichkeit alleine schaffen werden, die anderen Höhlenbewohner zu befreien. Wenn wir es laut krachen hören, wissen wir, dass sie die Fetzen fliegen lassen. Kirkbeard, Ende.